Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Ich bin euer dufter Typ, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind dabei, die Welt zu retten, oder besser gesagt, irgendwie sind die Leute aus der Stadt, hier drüben ist die Stadt, ich weiß nur nicht mehr, wie die hieß, ich habe das Spiel erst eine Stunde gespielt, irgendwie voll abgedreht und voll im Eimer, aber egal. Wir wollen die retten, wir wollen die wieder in Menschen verwandeln, weil Pinguine sind irgendwie nicht so gern gesehen, also gehen wir jetzt diesen Weg hinab. Und ich bin mal gespannt, was hier auf uns warten wird. Wir werden... Böse. Wir werden nicht zögern, an dieser Stelle häufiger mal nach Secret oder dergleichen zu suchen. Aha, hier ist... Ah, hier komme ich irgendwie... Aber hier ist nichts. Okay. Nanu? Irgendwie? Habe ich mehr erwartet? Kann ich das... Ah! Ich... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Hier sind so... Solche komischen Dinger. Solche Fackeln. Diese Fackeln muss ich wohl angreifen. Oh. Okay. Das ist jetzt ein bisschen interessant hier. Mal ein bisschen schnuppern. Was gibt's denn hier? Ah, das ist gut. Hier bekommen wir Feuer. Damit öffnen wir den, aber damit schließen wir den. Das ist uncool. Die Dinger gehen aber auch irgendwann aus. Jawohl. Sehr gut. Dann haben wir hier einen, mit dem kommen wir dahin. So. Ey. Da kommt hier diese Schlange angeflitzt. So, mit der komme ich dahin. Ah, Moment. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen schneller sein, glaube ich. Und zwar, wenn dort oben die Fackel ausgeht, geht die an. Okay, probieren wir es mal. So, ahaha. Hab's geschafft. Die Frage ist, was haben wir denn hier? Irgendwie kommt hier nichts raus. Okay, gut, meinetwegen. Oh, ja, das war natürlich jetzt... Hier ist... Vielleicht... Ja, haha. Was bist du denn? Au. Ey. Drecksvieh. Okay, das ist wohl irgendwie ein Schalter oder sowas. Wie dem auch sei. Mal ein bisschen rumschnuppern. Hier kommt jetzt nichts. Ah, hier ist auch wirklich gar nichts. Ja gut, dann gucke ich mal, was passiert, wenn ich das hier mache. Nichts. Oh, hier haben wir Münzen. Mit denen können wir Sachen kaufen bei Gelegenheit. Aber da hoch komme ich jetzt nicht. Das ist komisch. Okay. Da geht's nicht lang. Wofür ist denn diese eine hier gedacht? Die macht einfach nichts. Okay, die ist einfach nur da, um da zu sein. Hä? Aha. Puzzlespielchen. Eindeutig. Ey. Okay, man
muss die wohl eindeutig in der richtigen Reihenfolge ablegen. Nee, nichts mit richtiger Reihenfolge. Man muss lediglich nur im Weg stehen. Aha. Wenn man also im Weg steht, dann öffnet sich der Weg, so wie es sein soll. So, wir sind jetzt im Nebelwäldchen angekommen. Hier soll es wohl den ersten Orb geben. Oder den ersten... den ersten Kristall oder irgendwie sowas. Mit denen wir die Dorfbewohner befreien können. Hallo Fleder, flapp, flapp. Na komm. Nong. Git. Nee, so kommt's mir nicht davon. Ist ja widerlich hier. Diese ganze braune Grütze hier. Die lässt mir ja alles versiegen. Eigentlich wollte ich den nur angreifen, aber okay. Was haben wir denn hier? Gehen wir mal hier entlang. Hier unten erstmal. Oh, echt jetzt? Mega schlecht. Ich finde das gemein. Die Gegner können hier durch die Wände gehen. Wir natürlich nicht. Wir sind nur ein kleines, dickes Ferkelchen. Komm. Nee. Und das passiert, wenn man angreifen auf der Taste vermutet, mit der man eigentlich nicht angreift. Nein! Epic Fail. Naja, eigentlich ein ziemlich peinlicher Fail. Das gibt's nicht. Ich lass mich hier jetzt aber auch echt mies kaputt klatschen. Weil ich ein bisschen... Einerseits bin ich zu vorsichtig, andererseits bringt das zu vorsichtig sein an dieser Stelle auch herzlich wenig. Ja, komm her. So, jetzt... Toll. Für eine Münze habe ich das gemacht. Ich habe das für eine ganze Münze gemacht. Hoppa. Okay, das hat nichts gebracht. Das auch nicht. Nee. Fuck that. Einfach durch da. Da sind irgendwelche Pilze angekettet. Ey. Was? Wie frech ist das denn? Vor allem als Schwein habe ich so miese Hitboxes. Okay. Aber wir kriegen das hin. Oh. Und du kommst hier auch nicht mehr raus, wenn das Ding hier angreift. Nee. Boah, das gibt's nicht. Und ich weiß nämlich, dass diese Ferkel nämlich mehr geben als das. Und die bewerfen einen auch noch mit. Ich hab runtergedrückt, ich hab den Dreckspenner angegriffen. Okay, das ist eine echt bescheuerte Sache. Ich lass mich jetzt absichtlich draufgehen. Einfach um diesen ollen Trank zurückzubekommen. So. Zumindest haben wir diese Aktion hier schon mal. Aber natürlich ganz vergessen. Nee. Schnell weg hier. Alles klar, wir sind hier durch. Alles ist gut, wir leben noch. So, jetzt aber, das wirkt doch schon ein bisschen besser hier. Das Ganze. Langsam komme ich auch wieder in die Steuerung rein. Ich habe ein paar Tage nicht gespielt. So. Hatschi. Hab dich. Glibber, glabber, glubber, blubber.
gar nicht an dir vorbeikomme. Aber ich glaube, ich hätte auch einfach durch die durchtauchen können. So, hier komme ich ganz sicher noch nicht weiter. Und dann kommen die hier auch einfach aus dem Nichts geschossen. Aber hier kann ich irgendwas erschnuppern. Aha. Hier haben wir noch einen... einen Schalter. Keine Ahnung, was der uns bringen wird. Aber hey, da haben wir anscheinend wieder eine neue Knospe. Die essen wir doch gleich einmal. So, was bist du denn? Njom. Yay! Bumerang-Fähigkeit wurde freigeschaltet. Mit Bumerang fügst du deinen Gegnern Schaden zu und holst dir Beute aus der Entfernung. Sie dringen sogar Wände und lassen sich wieder einfangen. Finde weitere Trüffel, um Bumerang-Fähigkeit zu verstärken. Nice. Ringmenü freigeschaltet. Du kannst jetzt deine magischen Fähigkeiten mit Leichtigkeit wechseln. Du kannst im Optionsmenü... Ah, okay. Das ist jetzt so freigeschaltet. Verstehe. Das ist cool. Jetzt, klack, kann ich hier irgendwas machen? Aha. Ey. Das Ding macht doch Schaden. So habe ich das gern. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass der hier nicht spawnt, dieser Olle. Nee. Ja, Jump'n'Runs, genau mein Metier. Was soll das denn? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich hier durchkomme. Tue ich bestimmt auch, wenn ich die Sprünge richtig setze. Moment. Aber hier vielleicht irgendwas? Nee, nix. Moment. Noch mal ran. Aha. Aber das ist jetzt seltsam. Achso, vielleicht kann ich hier die Ketten hoch. Nee, ich kann die Ketten nicht hoch. Okay, das bringt auch nichts. Ha. Ist ja sehr wild. Also da komme ich nicht hin. Das heißt, ich muss hier wohl noch irgendwo einen zweiten Schalter geben, mit dem ich das Ding hier runterfallen lassen kann noch. Aber wo ist dieser zweite Schalter? Da wollte ich nicht hin. Hm. Das finde ich geil. Ich mag den... Nein, fuck! Ich mag den Bumerang jetzt schon. Ey, das zählte nicht. Jetzt ist diese Fledermaus im Weg. Na komm, greif mich an. So, hab dich. Och, komm schon. Ich hab runtergedrückt. Das nervt mich. Also ein bisschen sind die Fähigkeiten an dieser Stelle ein bisschen schwammig. Und ich bin natürlich auch ein mega... Mega schwammig. Okay, das wird ein Android-Spiel, ich merke schon. Sehr gut. Und das nur wegen den Knospi-Käfer Viechern hier. Toll. Jetzt komme ich nicht mal an den ran. Und dieser fette Fettsack ist hier sicherlich auch wieder... Nee, er lebt nicht. Das ist gut. Trotz allem... Aber der da unten lebt. So, gib mir den Boomerang.
Nee. Neben. Das ist doch frech. Okay, also. Bumerang haben wir. Aber trotz allem bringt uns das irgendwie hier nicht weiter. Und das Ding kann man nicht mehr weiter nutzen. Okay, das bringt auch nichts, wenn ich hier so drauf pulver. Ich glaube auch nicht, dass mir das irgendwas bringt, wenn ich da so rumschnupper oder so. Bringt nix. Es bringt hier nix. Fällt euch irgendwas auf? Also... Also irgendwas muss es doch geben, was es mir erlaubt, hier weiterzukommen. Also der muss ein kleines Stück weiter runter hier. Muss ich jetzt echt den gesamten Weg einmal zurücklaufen? Nur damit ich diesen... Ui. Egal. Mal gucken. Vielleicht habe ich wirklich irgendwo noch irgendwas vergessen oder übersehen. Aber so ein zweiter Bumerang wäre schon eine coole Nummer. Tatsächlich. So, hier ist jetzt weiter. Hm. Ah, wir haben zumindest schon mal kurz einmal abgespeichert. Also auch wenn wir hier zurückgehen. Hier können wir noch unsere Feuermagie wieder auffüllen. Aber das bringt uns ja so auch nichts erstmal. Ich bezweifle irgendwie, dass hier irgendwas war, was so schaltermäßig war. Das heißt, da drüben muss es noch muss es theoretisch noch mal irgendwas anderes geben. Ja. Wupp. So, jetzt bin ich wieder hier. Aha. Das ist uncool. Ist das Ding jetzt noch da oder nicht? Nee, wie soll ich denn hier so schnell hinkommen? Frech. Das ist vielleicht so eine Sache, die ich jetzt noch gar nicht machen kann.
Ey, das gibt es nicht. Also ja, hier ist diese... Damit öffne ich diese Kiste. Aber die Kiste bringt mir hier vielleicht so gar nichts. Ist hier vielleicht irgendetwas im Schlamm versteckt oder so? Auch geil. Die Gegner, die der Meinung sind, einfach durch die Wände durchzuagieren und mich dabei richtig schlecht dastehen lassen. Und hier kommt gleich wieder so ein hässliches Ding raus. Ah, lauf! Lauf, Ferkelchen, lauf! Und dann bin ich wieder hier. Hier irgendwie überhaupt nichts. Ich check's nicht. Ich meine, ja, hier waren wir ja schon. Das war ja eigentlich... Mehr gab's hier ja nicht außer dieser Tür. Aha. Na also, jetzt habe ich es rausgefunden. Wurde ja auch Zeit. Aber darauf muss man echt erstmal kommen. So, und einmal Feuer. Okay, doch kein Feuer, doch Bumerang. Und damit ist unser kleiner Freund hier auch wieder gerettet. Hallo Schweinchen, heute ist nicht mein Tag. Könntest du mir einen Gefallen tun und den Käfig für mich öffnen? Er hat mich überhaupt nicht erkannt. Hey Pippelogo, ich bin's, Jin. Wer? Blauschopf. Blauschopf! Na, du hast dich aber verändert. Aber zu deinem Vorteil, dein neues Schnauze gefällt mir ganz besonders. Könntest du den Käfig für mich auseinandernehmen? Ich fühle mich hier etwas eingeengt. No problem. Danke, mein Freund. Warum hat man dich in einen Käfig gesteckt? Keine Ahnung, ich bin einfach in eine Falle gelaufen. Wie dem auch sei, danke nochmal. Danke, du Schweinchen mit den blauen Haaren. Moment! Na gut, danke. So, supidupi. Ich habe noch kaum noch Lebenspunkte, aber zumindest einen Safe Spot. Jaha. Ne? Ach komm. Ach komm. Oh, diese Schlammscheiße, pfützig Zeugs, Kackmist hier. Das nervt ja auch überhaupt nicht.
So, ich habe hier irgendwie einen... Aha, okay. Das ist zumindest schon mal etwas Gutes. Was weniger? Lol. So, das hat zumindest schon mal in diese Richtung funktioniert. Supi-dupi. Jetzt muss ich nur... Ah. Ernsthaft. Okay, eine Tür. Ich bin mal gespannt. Wer bist du denn? Hallo, schöne Fuchsdame. Warum machst du so ein langes Gesicht? Oh, du bist süß. Es ist wegen meiner Familie. Mein Mann Foximus regt sich darüber auf, dass unsere Kinder jetzt wie Waschbären aussehen. Hm, Onkel Nabu. Wenigstens wurden sie nicht in Schlimmeres verwandelt. Glauben Sie mir. Wenn man doch nur irgendwie diesen Fluch aufheben könnte. Keine Bange, junge Frau, es gibt noch Hoffnung, aber dafür brauchen wir eine Zauberkugel, die in diesem Wald versteckt sein soll. Ach ja? Foximus kennt diesen Wald wie kein anderer. Du findest ihn auf dem Baumwipfel. Viel Glück! Das ist gut. Und ich glaube, dass hier unten... Aha! Ist, ja, was ist denn das? Safe Spot. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man sich hier vielleicht nochmal teleportieren kann, um gewisse Sachen zu kaufen. Schön wär's gewesen. Aber nein, leider nicht. So. Was passiert hier? Das sieht doch schon wieder sehr, sehr gefährlich aus. Ich mag den Bumerang. Und boing. Wie unfair. Toll, jetzt habe ich keinen Bumerang mehr. Dafür muss ich hier irgendwas mit Blitz machen anscheinend. Sehr schön. Wenigstens etwas. Moment. So. Ich weiß nicht, was hier passiert. Okay. Hier ist jetzt so eine coole magische Dings. Hier drüben ist irgendwie eine Kiste. Blitz, 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 Blitz. Sehr gut. Ganz viel Blitz. Aber kein Bumerang. Ich finde tatsächlich Bumerang am coolsten. Und dann passiert sowas. Ach. Okay, gut zu wissen. Diese Nummer macht mich langsam. Jetzt habe ich dich erwischt. Play das Ding, doch. Also diese Spinnen, wenn die auch noch aus dem Nichts rauskommen, sind ja mal richtig dreckig. Finde ich noch irgendwas, was ich angrunzen kann oder so? Zumindest macht das keine Lebens... Zumindest verliere ich damit keine Lebenspunkte. Oh, die kommt sogar noch wieder, die Drecksviecher. Wie mies ist das denn? Das ist echt
Und wieder von vorn. Nein! Nein! Und jetzt kommt schon wieder diese scheiß Spinnen. Keine Spinne. Keine Spinne bisher. Ist ja zu schön, um wahr zu sein hier. Ah, okay, die kann ich wahrscheinlich... Okay, die kann ich bewegen. Die Frage ist nur, warum ich die bewegen will. Aha. Das war nicht so praktisch. Bam. Weil mit der muss ich hier hoch. Ein bisschen weiter. So. Kann ich die gemeinsam verschieben? Aha. Okay, jetzt komme ich hier nicht hoch. Das macht aber nichts. Kann ich die verschieben. Und zack. Oben bin ich. Jeha. Und da ist der Dude. Sehr schön. Ich mache hier nochmal einen kleinen Cut. Bis zur nächsten Folge. Meh. Nase juckt. Ganz böse. Also dann bis zur nächsten Folge. Von Bla. Monster Boy. Cursed Kingdom.